Hey, Sinte zum Gruße, es geht weiter mit Memoria. Und wir sind hier auf dem besten Wege, glaube ich, die Dinge zusammenzufinden, die wir zu besorgen haben. Und wir haben hier einmal so einen Kraftspeicher-Fake irgendwie, wo wir erst dachten, das wäre ein Kraftspeicher. Und jetzt haben wir den richtigen Kraftspeicher, den wir aber noch als Lampe tarnen sollen. Und was hatte ich als nächstes eigentlich vor? Wahrscheinlich zu ihr gehen, also zu Breda. Aber möchte ich das schon? Ist das der Kraftspeicher, den Breda sucht? Irgendwie muss man den ja noch tarnen können. Die Frage ist, wenn wir einen Fake-Kraftspeicher haben, wenn ich das so richtig verstehe, welchen geben wir dann Breda? Denke ich mir so. Ich weiß es nicht. Hier, vielleicht kriegen wir von ihm ja hier am Marktstand so ein Lampending. Schön, euch wiederzusehen. Was kann ich für euch tun? So ein Henkel für die Lampe. Nee, dann da hat er nichts. Wollt ihr denn nichts kaufen? Doch. Nein, danke. Was für eine Zeitverschwendung. Ich will einen Henkel von einer Lampe. Okay. Wo finde ich den? Vielleicht finde ich den ja auch eher hier irgendwo. Also... Ich dreh nochmal das Schwein. Immer wenn ich hier drinne bin, muss ich mich auch darum kümmern. Das ist wichtig. Sonst brennt das an. So. Ich sehe nirgendwo leider irgendwie ein Lämpchen, wo ich den Henkel nehmen könnte oder irgendwas anderes. Nee, ne? Was sagt Giacomo? Nix? Nix. Wie immer. Bis später. Ciao. Gut, dann. Hilda vielleicht? Was kann ich dir Gutes tun? Nix. Bis später, Hilda. Lass mich nicht... Doch, ich lass dich warten. Ich habe nämlich eine Menge zu tun. Du kannst dich mal um deinen eigenen Kram hier kümmern. In der Schankstube. Und dann sehen wir weiter. Gut, dann gehe ich mal... in den Wald. Zu Breda. Vielleicht reicht das ja auch schon. Ich gebe ihr jetzt mal den... falschen... Hier. Was ist das? Der Kraftspeicher. Odem Arcanum. Geron, das Ding ist noch nicht einmal magisch. Ich fürchte, du bist auf einen falschen Hasen hereingefallen. Na toll. Lass dich nicht verunsichern. Vielleicht war deine erste Spur ja richtig und du hast dich nur ablenken lassen. Und benutze diesmal die Linse. Aber ich habe eine Errungenschaft dafür bekommen, okay? Ich möchte aber eigentlich, ja, sie ist zu schlau, ne? Sie ist einfach zu schlau, dass sie das jetzt sofort bemerkt hat. Die Frage ist, nee, der ist jetzt schon weg, der falsche Speicher. Das hat sich schon getan. Na dann. Da ist nichts weiter drin. Also müssen wir ihr den richtigen dann geben? Ich will ihr nicht den richtigen geben, aber gut, geben wir ihr alles, was sie will. Ist es das, was du suchst? Odem Arcanum. Ja. Ja, das ist er. Gute Arbeit. So, und jetzt? Ich dachte, wir sollten den noch als... Na, egal. Egal, haben wir erledigt. Kraftspeicher haben wir erledigt. Zeichnung haben wir erledigt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das Vieh an das Artefakt von uns wollte. Ich habe nur keine Ahnung... wie ich das jetzt anstelle. Ich weiß, dass hier halt das leere Kästchen war, aber ich glaube nicht, dass wir das mitnehmen können. Wir können es, glaube ich, nur aufmachen. Ja. Auf und zu, toll. Wenn wir das schon mal bei uns tragen, könnten wir es da reintun vielleicht. Aber wie nehmen wir das überhaupt mit? Ich habe keine Ahnung. Das mache ich nicht nochmal auf. Hier ist auch noch eine Tasche, aber die rührt er nicht an. Das bringt uns also nichts. Hängematte, das bringt uns alles nichts. Ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen. Gut, dann geh mal nach draußen. Dann müssen wir wieder zurückgehen. Ach, ich arbeite ja immer noch nicht so gerne mit ihr hier zusammen, ne? Aber es gehört halt dazu. Vielleicht verstehen sie sich am Ende ja auch. Kann ja auch sein, dass sie irgendwie noch voll Freunde werden oder so. Naja, mal gucken.
Ja. Ich habe alles versucht. Das Artefakt bleibt auf ewig zerbrochen. Ja, aber du könntest es ja mal mitnehmen, oder? Außer den Scherben ist hier nichts mehr. Was auch immer hier war, hat sich nicht viel in meinem Zimmer bewegt, nur beobachtet. Entweder halt Nuri oder das Artefakt. Also, was soll hier sonst Interessantes sein? Aber die Scherben, das ist es vielleicht auch. Ach was. Ich muss die doch irgendwie mal reparieren können. Es geht nicht. Es geht nicht. Wo finde ich denn die letzten Teile? Dann hat es ja wohl was mit den Scherben zu tun, denke ich mir. Piep. Wer oder was immer das war, es konnte klettern. Kann klettern. Vielleicht halt mit dem Brunnen. Da habe ich aber echt keine Ahnung, was ich da machen soll. Weil die Spur führte hier lang, aber ich weiß nicht, ob mir das irgendwie was bringt überhaupt. Ich weiß nicht. Nee, ne? Ich bevorzuge den Brunnen vor und seit gestern... Mach mal hier reparieren auf Brunnen. So leicht zerbricht das nicht. Kannst du hier den Pranger verschrotten? Da muss nichts heil gemacht werden. Nee, nicht heil, kaputt. Egal. Idiotische Ideen. Was weiß ich, dann weiß ich nicht. Überleg halt, was ich machen kann. Breda? Hm? Du willst einen ausgewachsenen Dämon fangen? Du bist doch nur eine mindere Novizin. Natürlich. Ja. Mit was kann man einen Dämon ködern? Das hängt von dem Dämon ab. Finde heraus, ob irgendetwas in der Stadt seit gestern anders ist. Zum Beispiel, ob etwas vermisst wird. Anschließend... Es ist halt das, was der Händler, das dem Händler ja auch gestohlen wurde, ne? Und da, das sind vielleicht die Scherben aus dem, das ist vielleicht das Objekt auch. Ich mach mich dann bis müssen später. Wir eigentlich, bis dann. Wir müssen halt eigentlich nur die letzten Scherben dann finden. Mach mal hier deinen Odem. Odem. Es bringt nichts. Hier ist so viel Magie in der Luft. Ich kann meine eigene Hand nicht sehen. Okay, ich glaube nicht, dass ich dann hier die Scherben finde, mal abgesehen davon, dass wir hier ja auch schon das mit den Steinen erledigt haben. Pentagramm. Ich halte mich lieber davon fern. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Okay. Da wir das mit diesen Steinsäulen hier schon gemacht haben, ja. Die Maske hat ihn so fasziniert, dass... Warum wissen alle, was ist... Da ist nichts weiter... Gut. Hier werde ich, glaube ich, nichts mehr finden. Hier führt es ins Haus. Irgendwie. Aber die Scherben hier hatte ich ja auch schon. Wo finde ich die anderen Scherben? Da hinten waren die. Ich könnte mir halt vorstellen, diesem ekligen Brunnen, aber das... Habe ich in der Schankstube schon mal dieses Arcanum-Dingens benutzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Machen wir mal. Wie oft sich Hilda schon beschwerte, dass ihr Zauber nicht auf mich wirkt. Dabei hat sie überhaupt keinen. Ja, also ist hier nix oder was? Ja, dann will ich hier auch gar nicht lange verweilen. Wir müssen uns auch noch um den Wein kümmern, ne? Ich weiß gar nicht, wie wir ihm den Wein geben können. Über dem Kampfseminar kann ich einen leichten Schimmer erkennen. Aber dafür sind die Magier dort verantwortlich. Nur beobachtet. Ich lenke ihn besser nicht ab. Das Schaf wird noch früh genug geschlachtet. Wie fröhlich und glücklich sie sind. Kaum zu glauben, dass daraus irgendwann mal Andergaster werden.
Ich denke mir halt auch, wo geht denn der Angreifer hin? Der geht ja eigentlich wieder in den Wald. Es ist still, die Eleven. Aber, hier steht er hier wieder, dann kann ich das nicht benutzen. Nein, er lauert doch nur. Ja, obwohl ich das nicht ganz kapiere, guckt doch nur durch seine Linse dann. Und da wir oben den Kraftspeicher halt geholt haben, glaube ich nicht, dass wir... Ja, ich weiß auch nicht. Wir können ja noch mal mit dem Magister reden. Vielleicht bringt uns das ja was. Ja? Du schon wieder. Was ist es diesmal? Ich gehe dann mal wieder. Das wird auch Zeit. Ja, der hat doch auch mitgesprochen bei The Night of the Rabbit. Ich glaube, das sind auch gerne mal dieselben Sprecher, was ich gut finde. Ich finde das toll, dass man die Stimmen erkennt, aber immer erstmal nochmal überlegen muss, welche Rolle hat der noch gesprochen, derjenige? Tja. Ist schwierig. Hier hatte ich ja die anderen Scherben schon gefunden. Wie gesagt, dann glaube ich nicht, dass ich hier weitere finde. Das müsste woanders sein. Ich mach mal hier den her, aber das bringt mir, glaube ich, auch nichts. Ach, er kann in den Himmel gucken? Hier ist und so. Beginnt der... Sobald Nori gerettet ist, verschwinden wir von hier. Damit wären auch meine Tage als Vogelfänger ein für alle Mal gezählt. Also Brunnen oder drinne im Haus? Das sind so meine Vermutungen. Ich weiß aber überhaupt nicht, was ich hier machen kann. Wozu? Mir fällt dazu nichts ein. Ich will sie nicht wecken. Kann ich die hier noch irgendwie anwenden oder so, die Muschel? Das bringt nichts. Ist hier noch irgendwas in dem Raum? Ich war noch sehr klein, als sie starben. Wie mein Leben wohl mit ihnen geworden wäre. Diese vermaledeite Harfe. Ich will sie nicht wecken. Ach, ich war gerade abgelenkt. Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen auf meine Katze geachtet, dass sie keinen Quatsch macht. Ich weiß auch nicht. Wenn der Angreifer halt das Ding mit den Scherben sucht, ist noch nicht alles beisammen, fehlen mir welche. Oder weiß auch nicht. Oder er hat halt das Artefakt oder Nori oder gesucht. Dann hat es mit diesen ganzen Scherben hier überhaupt nichts zu tun. Dann muss ich natürlich auch keinen anderen finden. Es geht nicht. Es geht nicht. Nichts passiert. Offenbar ist es weder zerbrechlich noch kaputt. Da muss nichts heil gemacht. Das ist zu... Ich mache sie doch nicht... Nichts passiert. Kann ich mit dem Messer... Sie sind bereits geschnitten. Mir fällt das Unsinn. Ich weiß nicht. Hat Ulrich damit nicht versucht, die Gedanken der Versteinerten zu lesen? Also irgendwie kann man damit ja so ein bisschen lauschen. Aber ich... Um dem Dämon eine Falle zu stellen, braucht Breda folgende Sachen von mir. Eine genaue Beschreibung des Wesens... Am besten aus mehreren Quellen, einen Kraftspeicher für Astralenergie aus der Akademie und einen Köder. Irgendetwas, was das Wesen in Andergast zu suchen scheint, falls es sowas gibt. Wie schnell sich alles verändert. Ja, was hat er denn gesucht, verdammt nochmal? Hat sie jetzt hier gestanden und geguckt und weiter? Dieser Armreif hat Noris Seele erst in den Raben verbannt. Das heißt, ich war das. Ich musste es tun. Mir fällt das... Probier jetzt einfach mal alles doof aus. Nein. Aber irgendwie glaube ich auch nicht, dass es was bringt. Nein. Ach, egal. Wieder weg hier. Kann ich irgendwas mit dem ekligen Brunnen machen? Ich weiß nicht. Ich komme hier nicht weiter.
Ihr hässlich, wenn ich... Ja, du bist froh, wenn du die Schweine nicht mehr siehst, wissen wir auch. Weil der Weg führt halt hier lang. Aber es kann auch sein, dass derjenige von hier einfach nur gekommen ist und es den Anschein machen soll, dass es reingeht. Gut, dann gehen wir halt auch mal wieder weg hier. Das bringt ja nichts. Ich hasse das. Der Geruch von Schweinebraten liegt in der Luft. Und ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Interessiert dich irgendwas vom Marktstand hier? Er sieht nicht aus, als käme er von hier. Er ist zu fröhlich gekleidet und zu sauber. Irgendwas muss es doch noch zu erledigen geben, dass man hier weiterkommt. Was habe ich denn jetzt übersehen? Giacomo geht nicht, mit Hilda geht nicht. Was ist mit der Heldengruppe? Nach meinen Anschuldigungen. Ja, mit denen will er auch gar nicht mehr reden, ist irgendwie auch klar. Sonst wird er noch rausgeschmissen. Kann ich hier heimlich irgendwas machen? Oh oh, ich hab's kaputt gemacht. Der Wein fließt nun ungestört zu Boden. Tja, na sowas. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ich stelle die Karaffe einfach unter das Rinnsal und widme mich derweil dem Schinken. Ah. Fett sei es gedankt. Sie hat nichts gemerkt. Beim Füllen ist mehr daneben gegangen, als in die Karaffe floss. Aber ich denke, ich habe genug, um Giacomo zufriedenzustellen. Alles klar, so sind wir an den Rotwein gekommen. Wenigstens etwas. Ich danke dir, Geron. Nicht nötig. Ja, bis später. Habe ich ihm den Wein gegeben, jetzt redet er trotzdem nicht mit mir, oder was? Toll. Hätte ich den Wein jetzt lieber mal behalten sollen, oder? Glaube ich nicht, weil den sollten wir ja auch für ihn holen. Oh, jetzt habe ich es wieder kaputt gemacht. Der Wein fließt? Ja, nee, dann ist es ja blöd, dann ist es ja kaputt. Kann ich das nicht wieder... Macht er das nicht wieder heil? Nee, das ist Quatsch. Aber ich kann es anscheinend auch immer wieder kaputt machen oder so. Ich reiß nicht. Mensch, Hilda. Merkst du das denn nicht? Was kann ich dir Gutes tun? Merkst du das mit dem Wein? Ach, komm schon, Hilda. Tut mir leid. Er holt es... Holt das heute Abend ab. Kannst du dich... Nein, ich werde diesen... Bis später. Lass mich... Jo. Hau rein. Gut, ich hab den Wein immerhin in diesem Park besorgt. Das ist ja schon mal was. Aber noch nicht so richtig das, was ich eigentlich will. Ich möchte ja eigentlich den Köder haben. Und ich habe keine Ahnung wie. Merkt ihr ja schon. Es ist still. Vielleicht hat es ja was mit diesen Sachen hier zu tun. Die haben wir uns auch noch nicht genau angeschaut. Ich brauche keine Kohlen. Damit die Eleven hier auch nackt. Also Feuer beiwerfen wird hier schon mal nicht geübt. Er sitzt hier auch immer noch, mit ihm können wir aber auch nicht reden, der will uns sowieso hier nicht haben. Wir haben ja auch, ach, wir haben doch hier das schon erledigt, ich glaube, das bringt auch nichts. Vielleicht kann uns der Typ in der Bibliothek ja noch helfen. Der ist doch so ein Schlauer. Ich bin es wieder. Den Göttern zum Gruße, altes Haus. Das Ding ist, dass er doch gesagt hat, ja genau, er kann doch Sachen verhärten. Vielleicht hilft mir das ja irgendwie. Du kannst Flüssigkeiten verhärten? Ich würde es eher aufwerten nennen. Mein Honig-zu-Gold-Experiment ist dann nur der Anfang. Für weitere Vorschläge... Ich suche einen... du hast mehr Ahnung. Ein Ovid... Der Eulmagister... Hatten wir doch schon. Was das? Wer weiß. Wo finde ich... Im Schlag... Hatten wir doch schon... Wo finde ich... Irgendwo im Dumm. Da hat man... Wie lange ist... Nee, ich glaube, wir müssen ihm, wenn, dann einfach was geben. Ich habe hier diese Gurke gefunden. Zeig her.
Oha, darf ich sie behalten? Was ist so Besonderes an dem Gemüse? Sagen wir einfach, es macht nicht nur satt. Du darfst als Gegenleistung auch verlangen, was du willst. Aha. Ich überlege mir etwas. Das ist ja cool. Gut, dann haben wir das auch schon mal gemacht. Wie wär's mit diesen Scherben? Besser nicht. Ich brauch... Und er kann das ja auch selber reparieren, deswegen... Wenn er sagt, ihm fehlen die, dann weiß ich auch nicht, was ich machen kann. Besser nicht. Das Artefakt wäre ja auch eine Idee gewesen. Besser nicht. Aber er nimmt das einfach nicht mit, ne? Also das ist es halt. Kaum zu glauben, dass hier Magen in der ganzen Bibliothek nur zwischen... Das sind nur Abschriften von Büchern, die ich letztens erst geklaut habe. Das sind nur von... Da sagt er auch nur dasselbe. Okay, wir können von ihm Dinge verhärten lassen oder er gibt uns auf jeden Fall eine Gegenleistung für die Gurken, die wir ihm gegeben haben. Ja, ich weiß zwar nicht, was er mit diesen komischen, ekligen, stinkenden Salzgurken möchte, aber okay, die hat er, wollte er, gut. Wir haben irgendwie anscheinend noch nicht alle Scherben beisammen. Ich werde jetzt gleich mal offline noch ein bisschen hier rumlaufen und gucken. Und wenn mir dann irgendwas einfällt, dass wir dann ein bisschen schneller sind. Das nächste Mal hier in dieser Kiste war aber auch nichts, ne? Nee. Teppich oder so, irgendwas hier wieder geheim oder so. Glaub aber eher nicht. Vielleicht können wir bei den... Können wir auch irgendwas hier noch kaputt machen? Weil... Dann nein, ich lasse es so. Kommt ja vielleicht der Typ. Da bringt der Zauber. Und ist abgelenkt oder so. Da muss nicht. Das ist zu stab. Nervensäge. Nein, er lauert doch nur. Nervensäge kaputt machen, ne? Genau. Die Latrinen kaputt machen. Meine letzten Versuche hier. Nein, ich lasse es so. Ja, Ich weiß nicht. Das ist Magister Eichwarts alte Kammer. Was wohl aus ihm geworden ist? Ja, vielleicht kann man ja mit den Strohpuppen auch noch was machen. Ich habe keinen Plan. Kannst du bei den Kohlebecken mit dem Messer irgendwie? Hier gibt es nichts zum... Nee. Ich weiß auch nicht. Kannst du hier irgendwie was lauschen? Ich weiß nicht. Nee. Okay, das klappt alles nicht. Aber immerhin, wir haben den Wein für Giacomo gemacht. Wir haben die Gurken abgegeben, bekommen irgendwie was verhärtet, wenn wir dringend was brauchen. Aber wir haben noch nicht die Scherben. Wie gesagt, wissen nicht genau, oder ich weiß nicht genau, was hat das Vieh gesucht. Nuri, das Artefakt, die Scherben, die wir dann zusammen basteln können, wenn wir alle hätten. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann.